Andi, was führt dich den langen Weg hierher? Es gibt ein Problem, Kaspar, ein großes Problem. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Was kann ich tun? Ich bin doch nur ein kleiner Geist. Hör zu, Kaspar, er ist zurückgekehrt. Wer? Er, der dunkle Geist. Kibosch! Gegen Kibosch kann ich nichts machen. Psst, sprich seinen Namen nicht so laut aus. Oh nein! Oh ja! So sehen wir uns also wieder, kleine Hexe. Und wer ist das da bei dir? Ah, Kasper. Ich hätte mir denken können, dass du zu ihm gehst. Nun, es ist schon zu spät. Ich habe die Geisterwelt in meiner Hand. Wir werden dich aufhalten. Mit diesem kleinen Geist? Das glaube ich nicht. Leb wohl, Hexe. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wird es kein so nettes Geplauder geben. Meine Macht wächst jeden Tag und meine Armee wird bald bereit sein. Die Welt der Sterblichen wird mir gehören. Wir müssen Kibosch aufhalten, bevor er zu viel Macht bekommt. Es ist noch nicht zu spät. Wir haben noch eine Chance. Wie kann ich denn helfen? Ich bin doch so ein kleiner Geist. Was ist mit den anderen Geistern? Da muss doch jemand sein. Gefangen, eingesperrt oder unter Kiboschs Kontrolle. Du bist der Letzte, Kaspar. Es gibt keine anderen. Aber Wendy, ich bin doch kein Held. Ich weiß nicht einmal, wie man Leuten Angst einjagt. Kaspar, du bist der Einzige, der übrig ist. Wenn du nicht hilfst, sind wir verloren. Meine Güte, Wendy. Wenn du es so ausdrückst, dann habe ich wohl keine Wahl. Großartig. Es gibt da ein paar Dinge, die du wissen solltest, bevor du anfängst. Kaspar, du hast viele Kräfte. Dein Geisterschlag wird dir helfen, Kiboschs Geistervasallen zu vertreiben. Deine Kometenkraft gibt dir einen Geschwindigkeitsschub. Der hält jedoch nicht lange an. Benutze deinen ätherischen Schild, um dich vor Angriffen zu schützen und um durch Mauern zu gelangen. Du kannst vielen Gegnern ausweichen, indem du dich seitlich bewegst. Das sind die Grundlagen. Und was soll ich jetzt tun? Wie kann ich Kibosch aufhalten? Zuerst musst du die Geisterdimensionen befreien, die Kibosch übernommen hat. Dieses Haus hat eine starke Verbindung zu ihnen. Ich kann die Tore zu den Dimensionen hier öffnen. Aha! Kibosch hat allerdings den Eingang zu den meisten Dimensionen versperrt. Also kann ich nicht helfen. Ich komme ja nicht einmal in die Dimensionen. Oh, es ist noch nicht alles verloren. In eine Dimension kommen wir noch hinein. Hier, das Tor zur mittelalterlichen Welt, liegt hinter einem dieser Gänge. Du solltest im Haus vielleicht ein wenig Fliegen üben, bevor du in diese Welt gehst. Komm zu mir zurück und drücke die Redentaste, wenn du für die Reise bereit bist.